Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einer schönen eisgekühlten Pepsi mit Mango-Geschmack. Und die gibt es in den USA, könnt ihr aber auch in Deutschland in diversen Internetshops bestellen. Zum Beispiel bei Beast Mode Germany und da habe ich sie her. Und ich wollte die eigentlich schon im letzten Jahr für euch testen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ist das verrückt? Mein Kühlschrank ist manchmal ein richtiger Irrgarten. Deswegen habe ich mir nochmal jetzt hier bei Beast Mode Germany eine frische Pepsi Mango besorgt. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die schmeckt. Pepsi trifft auf Mango und das Wichtigste, ihr könnt sie schon an den Kalorien erkennen, die ist auch mit Zucker. Also nix Zero und Go, sondern eine schöne Pepsi mit Zucker und Mango-Geschmack und 355 Milliliter in der Dose. Jetzt, was für ein schönes Geräusch, mache ich sie auf. Krass, es riecht so richtig schön nach Mango und zwar genau wie dieser Mango-Geruch von damals, von ganz früher. Das war der allererste Mango-Geruch, den ich wahrnehmen konnte. Er war künstlich, er war lecker, er war von Fanta. Fanta Mango ruft weit übers... Kennt ihr diesen Werbesong mal? Fanta Mango ruft weit übers See. Ich habe es mir falsch gemerkt. Egal. Ich habe auf jeden Fall ein Glas hier stehen, damit ich die Pepsi hier mal reinkippen kann. Und ihr auch seht, dass hier wirklich keine Mango drin ist, sondern einfach nur Pepsi. Nein, also zumindest... Wahrscheinlich mit Mango-Aroma. Ach doch, es steht with a splash mit einem Hauch, mit einem Tropfen Mangosaft und anderen natürlichen Geschmäckern, Aromen. Es ist geil. Es ist dieses richtig geile... kräftige Limonaden-Mango-Aroma. So kenne ich es noch von früher. So hat es geschmeckt. So hat auch mal Fanta Mango geschmeckt. Denkt euch die Pepsi weg und der Fanta dazu, dann hat so Fanta Mango geschmeckt. Aber mit Pepsi und mit einer Cola funktioniert das auch. Es ist süß. Es ist erfrischend. Es hat eine Mangonote. Es schmeckt geil. Ich bin begeistert. Besser als erwartet. Würde ich sie nochmal trinken? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte die auch super gerne im Standardsortiment in Deutschland. Könnte Pepsi hier ruhig mal rausbringen. Oder was meint ihr? Es gibt ja noch andere Pepsi-Fruchtsorten in den USA beziehungsweise im Ausland. Die werden hier auch noch vorgestellt. Aber die Pepsi Mango bekommt erstmal auf einer Skala von 1 bis 10. Natürlich die volle Punktzahl. Ich bin echt begeistert. Probiert die gerne mal aus. Und wenn ihr die schon probiert habt, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren für noch mehr Tests. Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns bald wieder.